Antrag Herr Green. Meine Damen und Herren, ich habe eine Bemerkung zu machen zu einer Anlage dieses Tagesordnungspunktes. Und zwar rede ich vom Geschäftsordnungsantrag. Ja, das ist zur Geschäftsordnung. Ich werde den dritten Satz dann erläutern. Ich rede von dem Beratungsbericht des Ortsbeirates Leuben und ich beantrage und ich bitte Sie, diesen als unwirksam zu betrachten, denn er ist nicht rechtens zustande gekommen. Insbesondere ist das Protokoll, das dazu beschreibt, wie über den Tagesordnungspunkt zu verhandeln wurde, beweisbar falsch. Ich bitte bei uns im Protokoll zu vermerken. Das ist aber kein Geschäftsordnungsantrag. Das ist eine Erklärung dazu. Herr Green, es ist kein Geschäftsordnungsantrag. Geschäftsordnungsantrag haben Sie beantragt. Wenn Sie sich zu Wort melden wollen, was Sie gemacht haben, können Sie dann später machen, wenn ich Sie aufrufe. Aber jetzt ist nur zulässig ein Geschäftsordnungsantrag, den haben Sie im Moment nicht. Ja, doch. Der Geschäftsordnungsantrag lautet, diese Anlage als nicht wirksam zu betrachten. Ist kein Geschäftsordnungsantrag, ist auch völlig irrelevant, weil es ein beratendes Vorgremium ist, was auch nie als Abstimmungsgrundlage ist. Dann möchte ich bitte einen Eintrag ins Protokoll haben, der zu diesem Punkt gehört. Und den sollte jeder wissen, bevor er darüber spricht. Also ich bitte bei uns im Protokoll zu vermerken, ich distanziere mich von dem Protokoll, weil es im Ortsbeirat Leuben über die Beratung zu dieser Vorlage gefertigt worden ist. Äußerungen von mir sind aus diesem Zusammenhang gewissen, zusammengesetzt. Green, Sie können dann gerne eine Anmerkung machen. Jetzt ist Geschäftsordnung angelegt. Die haben Sie nie. Insofern rufe ich jetzt ganz normal die Redner auf, die aus den Fraktionen sich zunächst gemeldet haben. Und danach sind Sie auch dran, Sie als Redebeitrag. Da können Sie dann gerne reden zu dem Vorfall, was Sie meinen. Aber Sie haben keinen Geschäftsordnungsantrag und deswegen bitte ich Sie auch wieder auf Ihren Platz zu nehmen. Bitte schön, dann nehmen Sie wieder das Protokoll auf, dann ich beantragt habe. Herr Green, eine Anlage wenn Sie keinen Geschäftsordnungsantrag haben, legen Sie die Geschäftsordnung und wenn Sie zudem einen Antrag haben, können Sie den hier einbringen. Den haben Sie nicht, können Sie nie einbringen. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu den Rednern der Fraktion zunächst. Da habe ich angemeldet Frau Siebeneicher und gegebenenfalls Herr Musculus, der ist gar nicht da. Insoweit Frau Siebeneicher zunächst. Ich würde aus Zeitgründen zunächst verzichten. Wenn an der Debatte noch was nötig ist, würde ich nochmal mich zu Wort melden. Herr Musculus ist nicht da, kann nicht reden. Insoweit habe ich Herrn Green noch angemeldet. Dann Herr Green, wenn Sie... Also meine Damen und Herren, es sind zwei verschiedene Dinge. Zum einen habe ich inhaltlich natürlich was zu sagen und zum anderen muss ich aber wirklich das Geschehen in Leuben zur Sprache bringen. Einfach deswegen, weil es wichtig ist, wenn in einem Protokoll wie dem Ortsbeirat, wie zum Beispiel im Ortsbeirat Leuben etwas steht und das wird dort beibehalten, dann ist das gefährlich, weil es doch eine gewisse Art von öffentlicher Glauben gewinnt dann. Also, ich bitte bei uns im Protokoll zu vermerken, ich distanziere mich von dem Protokoll, welches im Ortsbeirat Leuben über die Beratung zu dieser Vorlage gefertigt worden ist. Äußerungen von mir sind aus dem Zusammenhang gerissen worden und so zusammengesetzt worden, dass sie einen beleidigenden und möglicherweise rechtlich bedenklichen Gesamteindruck vermitteln. Protokolleintrag Ende. Der Hintergrund dieser bösartigen Niederschrift ist, dass der Ortsleiter Lermerhirt in der Sitzung anfing zu schreien. Herr Oberbürgermeister, Sie können sich die Tonbänder sicherlich anfordern, dann werden Sie hören, wie ich Herrn Lermerhirt fragen muss, Herr Lermerhirt, warum heben Sie denn jetzt die Stimme? Und dann merkte er, dass er sich dort in eine Rage hinein hatte und geschrien hatte, sackte zusammen und wurde leiser. Herr Lemmerhirt hat in diese Niederschrift eine Abstimmung hinein erfunden, die es nicht gegeben hat. Und als ich diese Sitzung, dann ein Protokoll, als ich dann diese Abstimmung eine Sitzung später dort zur Sprache brachte, hat er das auch eingeräumt und sagte, naja, ich habe so in die Runde geschaut und habe gedacht, die sind alle meiner Meinung. Und dort hat er also protokollieren lassen, der Ortsbeirat stimmt da irgendwas ab. Also es hat keine Abstimmung gegeben. Hinzu kommt, dass in der
in dem Protokoll drinsteht, 5 Ortsbeiräte hätten den Raum verlassen. Da haben mich dann nach der Sitzung 2 andere angesprochen und haben gesagt, das stimmt gar nicht. Es hat hier niemand den Raum verlassen. Und jetzt komme ich zu einem problematischen Punkt. Das Protokoll schreibt ein ganz junger Mann, ein Herr Kutschwach. Der ist ganz korrekt, freundlich zu jedem gleich. Der hat sicherlich nicht aus eigenem Antrieb meine Aussagen so zusammengeschnitten, dass sie kompromittierend wirken. Der hat sicherlich nicht eine Abstimmung, die es nicht gegeben hat, in das Protokoll hinein erfunden. Und der hat sicherlich nicht von sich aus behauptet, dass 5 Ortsbeiräte den Raum verlassen hätten, wenn das so gewesen wäre. Aber er ist formal genötigt, das Protokoll zu unterschreiben. Und wenn es sich so zugetragen hat, wie das der Anschein darstellt, dass der Ortsamtsleiter, weil er nun kompromittiert war durch diese Sache, dass ich ihn dort beim Schreien erwischt und vorgeführt habe, so ein Protokoll zusammengesetzt hat, dass er diesen jungen Mann genötigt hat, dort so etwas zu schreiben, Herr Oberbürgermeister, dann wäre das ein Fall für Ihre Fürsorgepflicht für Nachwuchsmitarbeiter. Die Tonbänder dieser Sitzung sollen angeblich noch vorhanden sein. Ich bitte Sie also alle, das Beratungsergebnis von Leuben als nicht existent zu betrachten. Herr Oberbürgermeister, das war also eine Anmerkung zur Tagesordnung, zu einer Anlage dieses Protokolls oder dieses Tagesordnungspunktes. Und jetzt möchte ich bitte eigentlich zur Sache sprechen. Da würde ich. Eine Stunde, eine Minute. Nee, Herr Oberbürgermeister, also das kann ja nie gehen. Dann bitte schön, dann machen Sie mir ein zweites Rede weiter. Das wird abgehoben. Als nächstes Frau Siebmeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren im Publikum. Ich möchte mich nun doch noch einmal zurückmelden zu dieser Vorlage, in der wir beschließen wollen und wahrscheinlich auch werden, hoffentlich auch werden, dass 4 neue Einrichtungen in der Stadt Dresden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge genutzt werden. Es ist eine Vorlage, die im Interesse der Mehrheit sowohl in den Ortsbeiräten als auch hier in den Gremien des Stadtrates ist. Denn das, was wir schon lange gefordert haben, nämlich kleine Einrichtungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in dieser Stadt zu eröffnen, das wird jetzt hier vorgeschlagen und vorgesehen. Ganz konkret geht es um 4 Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen, in Plauen, in Klotsche, in Leuben und in Kotta, soweit ich weiß. Und in genau diesen Ortsbeiräten wurde das Anliegen der Stadtverwaltung mit großer Mehrheit unterstützt. Auch wir haben in den Ausschüssen darauf hingewiesen, dass wir froh sind, dass Mutmaßungen und Gerüchte, die noch vor einem Jahr in der Presse die Runden machten, dass ein großes Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Stadt Dresden geplant ist, mit rund 200 Plätzen, dass genau diese Gerüchte und diese Befürchtungen nicht eingetreten sind. Und insofern hoffe ich auf eine breite Unterstützung auch hier und heute im Stadtrat für genau diese Vorlage. So, Herr Krien, Sie wollten noch einmal zum Mikrofon, dann ist jetzt die Chance. Ja, meine Damen und Herren, also formal behandeln wir das als eine Umwidmung nach Baurecht oder Finanzproblematik, aber das ist es natürlich nicht. Und die letzten 3 Tage oder die letzte Woche hat ja auch gezeigt, wie wichtig es ist, also darüber zu reden, was hier wirklich ist. Dort ist ein Heim, von dem wird Gefahr ausgehen. Sie haben also jetzt, es spielt sich ja immer mehr hoch in der Presse, es kommt immer mehr raus. Es gab also jemanden, der nach dem Motto Forever Young in Griechenland 17 Jahre war, dann war er 3 Jahre später, war er immer noch 17 Jahre. Er hatte dort schon einen Totschlag, war er wohl im Gefängnis. Die Griechen hatten gesagt, ach, wir lernen mal für unsere Touristeninsel hier die Gefängnisse und haben ihn also rausgeschmissen. Und jetzt hat sie also wieder einen
einen Mord gegeben. Wir haben den Fall, wo ein Intensivtäter in Bautzen vor Gericht steht und nachdem er nun fast verurteilt ist, kommt dann der Anwalt und sagt, das ist eine ganz andere Identität, neuer Prozess. Lauter solche Sachen. Meine Damen und Herren, von diesem Heim wird Gefahr ausgehen. Wir haben dort ganz in der Nähe die Hoga mit den jungen Damen bis Abituralter. Sie werden sehen, was dort passiert. Wir haben auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Tankstelle, wo abends manchmal eine einzige Frau dort noch dabei ist. Das kann überhaupt nicht passieren. Und wenn Sie sich einfach mal das angucken, was Sie selber dazu sagen, Ihre eigenen Freunde, Ihre eigenen Demokratenfreunde, was die dazu sagen. Ich habe vor 2 Jahren schon nachgefragt, ob denn der Vortrag vom Landesausländerbeauftragten bekannt ist. Der hat vor Handwerksmeistern gesprochen, eine geschlossene Veranstaltung, das ist trotzdem drin. Und da sagte also der Herr Mackenroth, Sie können Leute aus Eritrea oder Afghanistan nur zu 95% als Analphabeten betreiben. Dagegen Libyen, Tunesien, Syrien, die können Sie als 6-Klassen-Abgänger etwa so einstufen. Habe ich nur, um Sie mit der Nase draufzustoßen, als Anfrage gestellt, hat die Ausländerbeauftragte sich mal die Präsentation geholt, dann tauschen sie sich untereinander aus. Nein, meine Damen und Herren, es ist nicht so, wie Sie uns hier erzählen, ja, alles unproblematisch und so weiter. Die Auseinandersetzung im Bundesberatsleuben kam ja deswegen, weil ich den Herrn Lippmann nur genervt habe und immer wieder Sachen habe versucht aus der Nase zu ziehen, die er uns alle nie sagen wollte. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt nach den Messern, mit denen sich dort, die die Stadt bereitgestellt hatte, mit denen es also Tote und Schwerverletzte gegeben hat. Er sagte, naja, dort haben wir also Holzbesteck, versuchen Sie mit Holzbesteck und dergleichen. Meine Damen und Herren, das wird alles nicht gut gehen. Bitte kommen Sie runter von dieser Masche, ja, wir bringen die Leute alle unter. Eine Sache, die mir auch noch einfällt von Herrn Lippmann, ich habe ihn dann gefragt, wie werden denn die Betreuer, dort irgendwelche Gasteltern oder was, oder Vormund, die werden die geschult, ein ganzes Wochenende werden die geschult. Muss man vorstellen, ein Wochenende lang wird dort irgendwo eine Familie geschult, wie das jetzt war in Freiburg oder was, die dann dort jemanden aufnehmen. Die haben eine Woche Schulung und nehmen dann dort die Leute auf. Die wissen überhaupt nicht, auf was sie sich einlassen. Meine Damen und Herren, das wird eine riesige Gefahr geben. Ich warne also vor diesem Heim. Bitte im Protokoll, von diesem Heim wird Gefahr ausgehen. Ich habe es Ihnen gesagt. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, im Nachgriff auf Diskussionen in den Ausschüssen hätte ich noch eine Frage zu dieser Vorlage. Und zwar kann man ja der Begründung entnehmen, dass die Entscheidung, ob diese Einrichtung zukünftig in kommunaler oder freier Trägerschaft geführt werden soll, noch nicht endgültig entschieden worden sei. Begründung der Vorlage. Dazu gab es einige Diskussionen im Jugendhilfeausschuss. Ich würde gern nach dem Stand der Dinge fragen, wie ist da die Entscheidung? Und sofern einige davon in kommunaler Trägerschaft bleiben sollten, würde mich interessieren, wie denn dort die Personalsituation sein wird. Frau Dr. Kaufmann. So, also ganz kurz. Es geht um 4 Einrichtungen. Eine davon wird ein Kinder- und Jugendnotdienst werden, der aktuell auf dem Bergandering zu Hause ist. Der zieht in die Teplitzer Straße. Das Personal ist für den 1.1. noch nicht an Bord. Das wird also knapp. Wir schaffen gerade Stellen und damit ist klar, dass das Personal erst mittel- bis langfristig nachgezogen werden kann. Aber wir werden hier in Kooperation mit einem freien Träger agieren. Die drei anderen Standorte, auch hier gibt es noch keinen abschließenden Sachstand. Auch hier gilt, dass wir schnellstmöglich alle Einrichtungen an den Start bringen, um damit an 3 unterschiedlichen Standorten 24 Kinder betreuen zu können. Ganz kurz nochmal, wir hatten bisher an keinen der Standorte, aktuell sind über 340 unbegleitete Minderjährige in Dresden, untergebracht, an keinen der Standorte Probleme, weder große noch kleine mit der Nachbarschaft, die in dieser Weise diskutiert werden müssten. Die Trägerschaft der 3 auf der Wendel-Hippler-Straße, auf der K.
Karl-Marx-Straße in Klotzsche und auf der Breitscheidstraße sind aktuell noch in Diskussion. Es zeichnet sich eine Präferenz des Jugendamtes für zwei Träger in freier Trägerschaft ab. Und auch ein kommunaler Akteur ist nach wie vor in Rede stehend, aber eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ja, ich bitte um Entschuldigung, die anderen, die jetzt im Stadtrat sitzen, dass ich das doch nochmal nachfrage, weil an dieser Stelle hatten wir im Jugendhilfeausschuss wirklich sehr intensive Diskussionen. Ich glaube, mich für die freien Trägerschaften zu erinnern, dass der Tenor dort war, dass man schon ein geordnetes Verfahren, auch eine Ausschreibung wünscht und die Präferenzen der Jugendamtsverwaltung eher kritisch gesehen wurden, nicht wegen des Trägers, sondern wegen des Vorganges, doch so eine umfangreiche Tätigkeit ohne ein geordnetes Verfahren an freie Träger zu geben, das zum einen. Und zum Zweiten wundere ich mich etwas, weil wir hatten über die Personalbesetzung in diesem Kinder- und Jugendnotdienst 2 gesprochen. Und in meinem Kopf ist dort ungefähr folgender Ablauf, dass wir gesagt haben, die notwendigen Stellen, etwa 22 wohl, sind nicht durch den Stadtrat im Rahmen eines Haushaltsbeschlusses zu schaffen, weil das zu kompliziert ist. Es ist einfach ein so verwaltungsinterner Vorgang, Stellen, die einerseits finanziert sind über das Produkt im Haushalt der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, unbegleiteten ausländischen Minderjährigen, so ist ja die richtige Bezeichnung. Also die Finanzierung ist da, aber die Stellen fehlen, hatten wir eigentlich darum gebeten, in Anwesenheit von Herrn Oberbürgermeister Hilbert, da dort von der Verwaltungsseite noch eine sozusagen Veränderung des Haushaltsplanes vorzunehmen. Geld ist da, Stellen fehlen, werden dringend gebraucht. Und mich interessiert jetzt, warum das nicht stattgefunden hat. Herr Hilbert, Sie waren da, selbstverständlich. Ne? Ich habe es ja direkt und laut in Ihre Richtung gesagt. Und mich würde interessieren, warum hat dieser Vorgang nicht stattgefunden? Weil das gefährdet ja doch den Beginn der Arbeit in dieser Umwidmung. Ne? Also wir haben ja einen ähnlichen Vorgang HSKD, da hat es funktioniert. Da gab es ein Problem, haben wir sofort eingepflegt. Was war hier der Hinderungsgrund? Können wir ganz kurz beantworten. Herr Dr. Lames, bitte. Also wir haben uns damit beschäftigt, wir sind in der Lage, die Stellen unverzüglich bereitzustellen aus dem Stellenpool, der beschlossen worden ist. Der ist genau für solche Fälle da, dass man keine Stelle hat, aber eine Finanzierung. Das hängt also nicht daran. Es bleibt natürlich das Problem, was Frau Dr. Kaufmann auch gesagt hat, der faktischen Besetzung der Stellen. Auf dem Arbeitsmarkt ist es nicht ganz leicht, aber ein Bereitstellungsproblem besteht nicht. Das ist eine Frage von wenigen Tagen. Weitere Wortmeldung, Frau Hatzendorf. Ja, ich denke, es kann einfach nicht unwidersprochen bleiben, was Herr Krien gesagt hat, dass von den Heimen Gefahr ausgeht. Es werden hier wieder Ängste bedient, die einfach jeder hat, nämlich dass er Opfer von Verbrechen wird oder dass die Kinder Opfer von Verbrechen werden. Und das macht er nur, um seine Menschenverachtung hier verbreiten zu können. Und deswegen möchte ich dem dezidiert nochmal widersprechen. Wir gewinnen keinerlei Sicherheit, wenn wir diese unbegleiteten Flüchtlinge diesem menschenverachtenden Klima überlassen. Und das wollte ich hier nochmal klarstellen. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 56 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen. Kommen wir zu